Liebe Delegierte, mein Name ist Thomas Sattelberger. Ich kandidiere heute auf Platz 5 und sicherlich fragen sich einige, warum soll ich jemand im Rentenalter mit 67 so weit vorne auf der Liste wählen? Einen, der erst seit 2015 überhaupt Mitglied der FDP ist und noch dazu einen Quereinsteiger. Liebe Freunde, ich verstehe diese Fragen. Ich weiß aber auch, ich trete gegen den Regionalproporz an. Denn heute geht es nicht darum, welcher Bezirksvorsitzende am besten verhandelt hat. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Wir Delegierten entscheiden heute nicht nur über die Wahl 2017, sondern wir entscheiden über die Besetzung einer Fraktion, die so gut ist, dass die FDP 2021 erneut in den Bundestag einzieht, nicht mit Ach und Krach, sondern stärker als 2017. Und dieser Weg wird kein Zuckerschlecken. Putin, Erdogan, Trump, das Trio autoritärer Führer, Brexit-May, Kaczynski, Le Pen, womöglich bald die AfD im Bundestag, Migration, Krisenherde, Debatte um soziale Gerechtigkeit, immer noch schärferer Wettbewerb durch Digitalisierung und gleichzeitig die Risiken der Datenkraken. Liebe Freunde, das sind keine Schönwetterzeiten. Und wir werden alle unsere Kraft aufbringen müssen, um unsere Werte zu verteidigen, unsere offene Gesellschaft und den damit verbundenen Wohlstand. Auch gegen die Sozialdemokraten bei SPD und Union, die derzeit unser Land wie Schlafwandler regieren. Und jetzt kommt der neue Messias Martin Schulz, als ginge es immer nur bergauf in der Wirtschaft. Nein, ich habe es selbst erlebt. Bei Daimler-Benz Aerospace in schwierigen Fusionszeiten, bei Conti in Hannover in Schuldenkrise und Globalisierung, bei der Sanierung eines maroden Staatskonzernes, bei der Telekom. Und am 11. September 2001, ich war operativer Vorstand im Passagegeschäft der Lufthansa, schlagartig die schwerste Krise in der Luftfahrt, die wir damals ohne Massenentlassungen überwunden haben, weil wir die Freiheit hatten, flexibel zu sein, was das Thema Leih- und Zeitarbeit, befristete Arbeit und vieles andere mehr betraf. Und ich sehe mit Grausen, wie Andrea Nahles unseren Arbeitsmarkt einzementiert und einbetoniert. Meine Damen und Herren, und Martin Schulz, er ist ein ganz gefährlicher Demagoge, denn er schwindelt Deutschlands Mittelstand und Mittelschicht gegen besseres Wissen reich, damit er später umso hemmungsloser abschöpfen kann. Diesen Herrn Schulz, den müssen wir stellen, liebe Freunde. Da hilft es nichts zu sagen, nach Jahren der GroKo stehle ich mich jetzt aus der Verantwortung. Wir müssen erklären, dass Freihandel, Produktivität, Digitalisierung keine Themen sind, keine Neigungsfächer, die man einfach abwählen kann wie ungeliebte Schulfächer. Nein, man muss sich ihnen stellen. Und unsere Wirtschaft, meine Damen und Herren, sie sitzt eingequetscht im Sandwich zwischen den USA, dem Spitzenreiter der Digitalisierung, und auf der anderen Seite Asien, vor allem China. Heute schon passable Technik. Und da, wo das Know-how fehlt, da kaufen sie mit ihrer Einkaufstour unsere Hidden Champions auf. Die anderen Parteien schert Wirtschaft nicht. Sie wollen Renten erhöhen, als käme das Geld aus der Steckdose. Liebe Freunde, diese Leute haben den Schuss nicht gehört. Wenn die so weitermachen, wird es bald diese Mittelschicht nicht mehr geben. Wir müssen dafür antreten, dieses Land zu reformieren. Mit Herz auf jeden Fall, vor allem aber mit liberalem Verstand. Meine Schwerpunkte liegen in der Arbeitspolitik zum Ersten.
Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit möglichst viele Menschen ohne Regulierung von Frau Nahles ihre kreative Schaffenskraft entfalten können. Und da wir Freude am Leben haben, dann haben sie auch Freude an der Freiheit. Zweiter Punkt, Schul-, Hochschul- und Berufsbildungspolitik. Die Digitalisierung wird vieles, auch und gerade das Arbeitsleben der meisten Menschen, umkrempeln. Unseren Kindern und Enkeln helfen wir am besten, indem wir sie möglichst früh vorbereiten. Und zwar nicht mit Fließbandlernen und Pauken wie moderne Galeerensklaven, sondern in Smart Schools, stark, digital, demokratisch und frei. Wo unsere Kinder nicht geschlaucht und ausgelaugt werden, sondern wo wir sie individuell nach bestem Wissen fördern. Drittens, die Mittelstands- und die Gründungspolitik. Liebe Freunde, das Silicon Valley können wir nicht imitieren. Wir müssen in unseren gewachsenen Strukturen, in unseren Regionen unseren eigenen Weg finden. Ich werbe für digitale Freiheitszonen in Bayern, Bavarian Valleys, für Gründer und für Mittelständler, sowie für regionale Masterpläne gegen industrielle Monokulturen und für intelligente Regionalentwicklung, gerade auf dem Land. Ich habe der Thomas-Dehler-Stiftung einen Workshop angeboten, wie man ohne großen Aufwand solche Masterpläne als Kommunalpolitiker erstellen kann. Und zwar damit wir eben nicht nur die Metropolen wie München und Nürnberg voranbringen, sondern alle Regionen und Bezirke in Bayern, Niederbayern, die Oberpfalz und der Mittel- und Oberfranken, genauso wie die Schwaben und Oberbayern. Kluge, maßgeschneiderte Lösungen vor Ort. Das geht. Seit Dezember 2016 bin ich Direktkandidat in München Süd. Ich habe seitdem fast 40 FDP-Kreisverbände besucht sowie liberale Hochschulgruppen in Bayern. Übrigens mit einer sehr erfreulichen Anzahl an Gästen, die sich bei der FDP noch nie hatten blicken lassen. In München Süd. In München Süd, ein tolles Wahlkampfteam. Ohne euch wäre ich nichts. Ganz lieben Dank. Wir haben drei große Veranstaltungen organisiert mit insgesamt fast 900 Teilnehmern. Wolfgang Clement hat gesprochen, Katja Suding, mein alter Chef René Obermann und nicht zuletzt unser großartiger Oberbürgermeister aus Landshut, ein begnadeter Kämpfer, vergelt's Gott, lieber Alexander. Egal wie diese Wahlen heute ausgehen, liebe Freunde, wir werden in München Süd einen Wahlkampf machen, wie ihn die Stadt München noch nicht erlebt hat. Und ich freue mich auch schon riesig drauf, auf diese zweite Phase des Wahlkampfs. Und wenn wir es in den Bundestag schaffen, Wort gilt, in mir werden Sie keinen Hinterbänkler erleben. Ich werde dieses Mandat mit der gleichen Leidenschaft ausfüllen, die mich mein ganzes Leben lang angetrieben hat. In welchen Ausschuss auch immer mich die Fraktion schickt oder welche Aufgabe sich ergibt. Ich werde alles dafür zu tun, für die bayerische FDP Ehre einzulegen. Mit dem richtigen Riecher, mit der guten Portion Glück, die ich auch hier bei der Aufstellungsversammlung brauche, vor allem aber mit Engagement und Freude an der Arbeit. Voltaire hat mal sehr schön gesagt, Arbeit hält drei Übel fern. Die Langeweile, das Laster und die Not. Was die Laster angeht, liebe Freunde, da darf jeder von Ihnen selber entscheiden, welche Dosis er sich gibt. Aber in puncto Not und Langeweile will ich als Ihr Bundestagsabgeordneter alles dafür tun, beides von diesem Land, von dieser Partei und von Ihnen fernzuhalten. Ich bin am Rande der Schwäbischen Alb groß geworden. Mein Vater begann als Beamter im mittleren Dienst. Meine Mutter war Hauswirtschaftslehrerin. Sie ist 92 und lebt in Stuttgart. Heute Morgen hat sie mir viel Glück gewünscht und mir den Rat gegeben, mich hier ordentlich aufzuführen.
Aber was natürlich in diesem Lebensweg drin war, ich habe Zeit meines Lebens gegen Vetternwirtschaft und Seilschaften gekämpft und für soziale Durchlässigkeit gefochten. Es tut keinem Unternehmen gut, keinem Land, keiner Schule, keiner Fußballmannschaft und keiner Partei, immer nur im eigenen Saft zu schmoren. Liebe Freunde, geben Sie einem Quereinsteiger seine Chance. Der Liberalismus ist kein Steigbügelhalter für das Prinzip. So haben wir das bisher immer gemacht. Der Liberalismus beurteilt Menschen nicht nach Herkunft und Status, sondern nach dem Holz, aus dem sie geschnitzt sind, nach ihren Ideen und ihren Idealen. Ich heiße Thomas Sattelberger, 67 Jahre alt, homosexuell, fast 35 Jahre Münchner Bürger und beinahe ebenso lange in festen Händen. Ich bitte um Ihr Vertrauen, Ihr Zutrauen und um Ihre Stimme. Herzlichen Dank.